Im Mai gibt's bei uns mehr Selbstwertgefühl, ein tödliches Spiel, einen Söldner mit großer Klappe und einen ikonischen Schmuggler. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es ist, unfassbar hübsch zu sein. Viel wichtiger als perfektes Aussehen ist die innere Einstellung. Das wird uns in I Feel Pretty mit Amy Schumer in der Hauptrolle sehr genau vor Augen geführt. Denn Protagonistin Renee fühlt sich nach einem Unfall plötzlich pudelwohl in ihrem Körper. Und das hat Auswirkungen. Kinostart ist der 10. Mai. Bei uns könnt ihr die Komödie auch schon am 9. Mai in der Ladies First Preview sehen. Ich weiß, ihr erkennt mich nicht. Aber Leute, ich bin's. Renee! Was wird das? Volle Drehung. Wir spielen kein Spiel. Das Spiel spielt mit uns. Und was sollen wir tun? Wähle immer Wahrheit. Marky ist Lucas ständig untreu. Wahrheit oder Pflicht? Ja, das kann ein fieses Spiel sein. Doch so fies wie im gleichnamigen Film habt ihr das noch nie gesehen. Denn hier bezahlt man auch mal mit seinem Leben. Das Fest für feierfreudige Horrorfans startet am 10. Mai. Ich bin gerade verdammt sauer auf dich, aber ich brech dir niemals deine Hand. Du hast überhaupt keine Wahl. Gott, tu es einfach! Von der Leinwand auf die Bühne, von der Bühne zurück auf die Leinwand. Das Filmmusical An American in Paris mit Gene Kelly ist ein Liebling von Genrefans. Der Klassiker bekam nun eine Bühnenumsetzung. Die Live-Aufzeichnung aus dem Londoner West End läuft bei uns am 16. Mai um 19.30 Uhr. Scheiß drauf. Showtime. Don't call it a comeback. Deadpool ist zurück, um erneut die vierte Wand zu durchbrechen und sein Superheldenkollegium zu veralbern. Ehrensache, dass ein Ego wie das von Wade Wilson mehr als nur den regulären Kinostart am 17. Mai von uns bekommt. Denn schon am Vorabend könnt ihr den Söldner in der Preview begleiten. Auf doppelte Mission geht es am 18.05. Dann zeigen wir Deadpool 1 und 2 hintereinander. Du bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst? Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Gerade mal 5 Monate nach Die letzten Jedi geht es weiter mit Star Wars. Diesmal steht ein Mann im Mittelpunkt, den wir wohl kaum vorstellen müssen. Ab dem 24.05. erlebt ihr bei uns die spannende Vorgeschichte von Han Solo. Schauen wir doch mal, ob er den Kesselflug wirklich in weniger als 12 Parsecs geschafft hat. Kannst du das fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten. Voller Energie. Und im Juni wird's gigantisch. Denn dann schauen Dinos bei uns vorbei.